Peace, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht es soweit gut. Wir haben den 1. März, Stand heute, wo ich das Video aufnehme. Das heißt, das Wetter wird immer wärmer und wir alle brauchen wirklich extrem geile Übergangsjacken für den Frühling. Ich weiß nicht, ob es jedem von euch gleich geht, aber ich finde, für mich persönlich, der Frühling ist mit die geilste Jahreszeit. Einfach aus dem Grund, da es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Winterjacken sind ja eher immer so alle ähnlich, sage ich mal. Also man hat da nicht so viel verschiedene Auswahl. Aber wenn es Richtung Frühling geht, Jungs, es gibt unzählig verschiedene Kategorien, die wir alle in diesem Video behandeln werden. Ich werde euch immer meine Beispiele zu der jeweiligen Kategorie nennen, denn ich habe einige Übergangsjacken hier und auch Übergangsjacken im Internet raussuchen. Das heißt, ihr solltet insgesamt genug Inspo bekommen. Ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Das heißt, heute läuft es ein bisschen anders ab als bei den besten Hoodies, die besten Zip-Hoodies und so weiter und so fort. Lehnt euch zurück, holt euch irgendwas zu snacken, holt euch irgendwas zu trinken und ich werde jetzt mäßig wie eine PowerPoint-Präsentation die einzelnen Kategorien zusammen mit euch durchgehen. Aber bevor ihr euch zurücklinkt, müsst ihr noch eine ganz kleine Sache für mich erledigen. Und zwar müsst ihr ganz kurz, das dauert nicht lange, nur auf den Abo-Button klicken. Eventuell noch die Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet und kein Video mehr verpasst. Denn, ich sag's euch so wie es ist, nicht mehr lange warten und dann kommt die Roomtour online. Das heißt, damit ihr das Video nicht verpasst, die Glocke aktivieren und generell für das Video schon mal ein Like dalassen. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit der ersten Kategorie. Okay. Fangen wir an mit der ersten Kategorie. Ich denke mal, der ein oder andere Sherlock hätte es sich schon denken können. Und zwar sind das Fleecejacken. Das hier wären meine beiden Go-To-Fleecejacken für diesen Frühling. Und ich bin wirklich unfassbar happy mit diesen beiden Dingern. Schnitttechnisch meiner Meinung nach auf jeden Fall die besten Fleecejacken, die es auf dem Markt gibt. Und zwar wären die beiden hier von Systemic. Ich werde euch gleich aber nochmal andere Brands nennen, wo man auch sehr krasse Fleecejacken bekommen kann. Der Schnitt von den Systemic Fleecejacken ist eine absolute 10 von 10. Ich habe mich in diesen Schnitt verliebt und trage die Fleecejacken gefühlt daily. Also ihr werdet mich in 9 von 10 Tagen mit einer Fleecejacke sehen im Frühling. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Einfach nur, weil die wirklich extrem bequem sind und ich mich so krass wohl in diesen Dingern fühle. Die sind nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Aber es gibt auch andere coole Fleecejacken, wie zum Beispiel die von Trend Vision, kommt mir direkt in den Kopf. Oder die von Mosquets, die auch unfassbar nice aussehen. Ich selber konnte sie leider noch nicht testen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die wirklich extrem krass sind. Meine Favorite Fleecejacke, die mir aber einfach zu teuer ist, wäre die von Stussy mit der Billardkugel hinten drauf. Kostet irgendwie 400 Euro oder so. Ich habe die schon mal in Real Life gesehen und ich kann euch so sagen, ich habe mich in diese Jacke verliebt. Für mich bleibt es bei diesen beiden Fleecejacken hier. Ich denke mal, mehr Fleecejacken brauche ich auch nicht für den Frühling. Und da bin ich wirklich extrem gut gewaffnet. Ich sage euch ehrlich, von der zweiten Kategorie war ich zuerst kein Riesenfreund, dachte mir auch, okay, man muss nicht jeden Trend mitmachen, ich werde mir niemals eine Regenjacke holen, jetzt habe ich die Kategorie schon gesagt. Aber ich wurde wirklich krass geinfluenced von Yoshi, sollte dem einen oder anderen Begriff sein. Falls nicht, check gerne sein Instagram ab, wirklich unfassbar nice Fits und halt um so ein bisschen Inspo zu finden, wirklich extrem gut. Und er hatte wirklich sehr nice Fits mit Regenjacken und je öfter ich das auf Instagram gesehen habe, desto mehr habe ich Gefallen dran gefunden. Und das hier wäre die Regenjacke, die ich jetzt benutze und zwar wäre das die von Returnity. Ihr könnt gerne das Returnity Unboxing abchecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich werde es jetzt hier oben links, oben rechts irgendwo verlinken. Dort gehen wir dann genauer auf die Sachen ein. By the way, war auch eine Fleecejacke dabei. Ich hatte die Jacke jetzt noch nicht so häufig an, weil sie wirklich extrem dünn ist und die Temperaturen es leider noch nicht hergeben. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich diese Jacke noch extrem oft rocken werde. Generell finde ich die Jacke wirklich extrem cool. Und das Hauptdetail wären hier unten die Bündchen, womit man die Jacke croppen kann, was wirklich unfassbar ist, weil man den Fit dadurch selber entscheiden kann. Gute Alternativen an der Stelle, auch wenn es ein bisschen teurer ist, wäre zum Beispiel Arc'teryx. Falls man eine Jacke findet, kostet sie dann 400 Euro oder so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Alternative ist. Ansonsten werde ich euch hier jetzt mal einige Bilder einblenden. Zum Beispiel auch Lowlights hatte sehr coole Regenjacken. Aber checkt gerne auch Weekday und so weiter und so fort ab. Beziehungsweise werde ich das auch für euch tun. Und in der Infobox nochmal ein, zwei billigere Alternativen raussuchen. Denn ihr müsst nicht, wie zum Beispiel hier, 140 Euro für eine Regenjacke ausgeben. Sondern könnt Regenjacken auch gefühlt für, keine Ahnung, 60 Euro kaufen oder so. Meine zweitliebste Kategorie und auch eine Kategorie, die ich den letzten Frühling und den letzten Herbst und so weiter und so fort durchgerockt habe, wären Collegejacken. Ich musste sogar einige Collegejacken von mir aussortieren, weil ich zu viele hatte. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Ich kann Collegejacken gefühlt jeden Tag tragen. Es ist wirklich unfassbar. Die beste Anlaufstelle für Collegejacken meiner Meinung nach wäre 85, denn die meisten Collegejacken von den vieren, halt drei Stück, sind von 85. Wirklich unfassbare Qualität. Kosten, glaube ich, 150 Euro oder so. Sind aber wirklich qualitativ hochwertig und ihr Geld wert. Zum Beispiel die hier All Black mäßig mit den schwarzen Ärmeln feiere ich wirklich geisteskrank. Und falls du noch keine Collegejacke hast,
Bro, machst du irgendwas falsch in meinen Augen. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber eine coole College-Jacke, am besten auch gerne farbig und bunt, gehört in jeden Kleiderschrank meiner Meinung nach und bringt einfach einen coolen Vibe mit rein. Denn auch wenn das Outfit komplett basic ist, zieht man einfach eine College-Jacke drüber, die meistens sehr viele Patches hat und so weiter und so fort. Und sie ist einfach ein Hingucker. Ich bin ein riesen Freund von College-Jacken. Hier gibt es auch unzählig verschiedene Drops. Also ich glaube, jede Brand hat schon mal College-Jacken gedroppt. Ob Returnity, ob Moscats, ob Lowlights, ob, keine Ahnung, Represent zum Beispiel. Also ihr werdet College-Jacken wirklich überall finden. Vielleicht sagt der ein oder andere, College-Jacken sind ein bisschen out oder so. Aber ich finde College-Jacken auf jeden Fall zeitlos und werde sie auch diesen Frühling mit Herz, mit Liebe tragen. Ernst gemeinter Rat, falls jemand von euch jetzt so ungefähr größer als 1,85 ist und eher schlank bis normal gebaut ist und die nächste Kategorie in seinem Kleiderschrank nicht besitzt, macht wirklich einen extrem großen Fehler, denn wir reden über die Kategorie Lederjacken. Ich sag's euch so, wie es ist, Lederjacken, ein wirklich extrem schwieriges Thema. Ich finde selbst, mir stehen die meisten Lederjacken komplett gar nicht, das passt gar nicht zu mir. Es ist wirklich geisteskrank typabhängig. Ich will jetzt auch hier keinem zu nahe treten oder so, falls ihr übergewichtig seid. Finde ich, kommen Lederjacken auf jeden Fall nicht cool, meiner Meinung nach. Wie gesagt, das soll kein Bodyshaming sein, aber man soll ja generell Kleidung tragen, die zu einem passt oder seine Körperschwächen ausbalanciert, falls es irgendwie Sinn ergibt. Ich denke mal, ihr checkt, was ich meine. Und ich denke mal, dass die meisten mir auch zustimmen. Einfach ästhetischer bei großen, schmalen Jungs aussehen. Natürlich bin ich jetzt kein Musterbeispiel dafür, aber ich finde, dass diese Zara-Lederjacke hier wirklich einen extrem guten Job macht. Deshalb habe ich mir auch keine teure Lederjacke ausgesucht. Ich muss sagen, für den einen oder anderen Anlass kommt eine Lederjacke extrem, extrem gepflegt. Wenn man abends etwas schicker unterwegs sein will, einfach nur eine Lederjacke drüber ziehen, gibt wirklich einen extrem coolen Vibe. Generell finde ich auch eine Lederjacke zeitlos. Das heißt, ihr kauft die euch einmal und könnt sie auf jeden Fall mehrere Saisons und so weiter und so fort tragen. Also ist eine Lederjacke, eine gute Lederjacke, jetzt vielleicht nicht die von Zara, auf jeden Fall ihr Geld wert. Hier keine Ahnung nach Alternativen, sage ich euch so, wie es ist. Denn bei Lederjacken gibt es wirklich eine Milliarde verschiedene Arten, Typen und so weiter und so fort. Ich bevorzuge halt eine komplett clean, das heißt nicht irgendwie das, so eine Biker-Lederjacke, wisst ihr, was ich meine, so diese 214 angelehnt. Diesen Style mögen wir leider nicht. Bei der nächsten Kategorie gibt es auch 1000 Möglichkeiten. Generell bei jeder Kategorie kann man das, denke ich mal, sagen. Und zwar reden wir über Jeansjacken. Das hier wäre meine Go-To-Jeansjacke, die von Levi's ist. Und zwar ist die Vintage. Die hat wirklich einen unfassbaren Schnitt. Ihr könnt die nicht nachkaufen. Keine Ahnung, wann ich sie gekauft habe. Ich würde darauf achten, dass sie ein bisschen crop geschnitten ist, wenn ihr euch eine zulegt. Und ein bisschen boxy geschnitten ist, so wie die hier. Von der Waschung her sagt die mir wirklich geisteskrank zu. Das heißt, mein Tipp an euch, durchsucht einfach Vintage-Levi's-Jacken, weil sie meistens einen cooleren Schnitt haben. Und ich muss nochmal differenzieren zwischen solchen Jeansjacken, sage ich mal, und Jeansjacken, die hier innen noch so Fell haben. Davon bin ich jetzt nicht der größte Freund. Falls es euer Style ist, falls ihr das mögt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich gebe einfach nur meine Tipps, meinen Senf dazu. Und das hier wäre halt, wie gesagt, die Jeansjacke, die ich rocke. Auch eine Jeansjacke ist einfach so ein Klassiker und finde ich, sollte in jedem Kleiderschrank einmal vorhanden sein, so falls mal darauf ankommt, dass man eine schöne Jeansjacke hat. Ähnliches Prinzip eigentlich vom Aufbau her wie eine Lederjacke. Das heißt, auch für die gleichen Anlässe kommt die hier gepflegt. Auch wenn das hier, ich weiß nicht, verbindet ihr mit einer Lederjacke auch irgendwie direkt irgendwie so Abende und mit einer Jeansjacke eher so mittags rausgehen? Oder bin ich einfach nur komplett auf den Kopf gefallen? Was, Bruder? Einige von euch fragen sich wahrscheinlich schon, Bro, wo sind Workwear-Jacken? Natürlich müssen die auch Platz in diesem Video finden. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe keine Workwear-Jacke hier, trage keine Workwear-Jacket. Also, ich weiß nicht, zu mir passt das einfach nicht. Deshalb habe ich beschlossen, für mich selber irgendwie keine Workwear-Jacket zu kaufen. Wer weiß, ob sich das nochmal in Zukunft ändert. Auch wenn Workwear-Jackets wirklich extrem, extrem krass aussehen. Auch hier eine sehr gute Anlaufstelle, zum Beispiel Vintage-Carhartt-Jacken. Wirklich unfassbar. Ihr werdet mal ein paar Bilder eingeblendet bekommen. Es gibt wirklich extrem viel Variation, sei es in der Farbe. Ich habe auch hier wieder schon extrem krasse Outfits auf Instagram mit Workwear-Jackets gesehen. Aber für mich selber muss ich einfach sagen, ich glaube nicht, dass es so zu mir passt. Dann wären wir auch schon bei der letzten Kategorie für dieses Video hier und die ist bewusst am Ende, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, soll ich sie mit reinpacken, soll ich sie nicht mit reinpacken? Denn für mich persönlich kommt diese Kategorie gar nicht in Frage. Die Rede ist von Bomberjacken.
Bomberjacken. Ich weiß nicht, ich und Bomberjacken werden auf jeden Fall gar keine Freunde, aber auch hier wieder sehe ich zum Beispiel Fits vom BHP DAO, die wirklich unfassbar krass aussehen mit einer Bomberjacke. Aber ich kann mich irgendwie damit nicht anfreunden. Ich verbinde damit irgendwie diese 2014 Bomberjacken, als sie wirklich geisteskrank im Trend waren. Wisst ihr, welche Phase ich meine? Ich werde euch vielleicht ein, zwei Bilder einblenden. Diese Zara Olive Bomberjacke und so weiter und so fort. Wenn ich dran denke, ich bekomme Gänsehaut, Jungs. Also Real Talk. Macht das bitte nicht. Falls ihr euch eine Bomberjacke zulegt, holt euch irgendwie eine coole Bomberjacke. Ich werde auch hier wieder irgendwelche Fitpics von Instagram raussuchen. Es gibt sehr coole Bomberjacken, meiner Meinung nach. Aber auch hier wieder wäre das eine Kategorie, die nicht zu mir trifft, hinter der ich auch eigentlich gar nicht richtig stehe, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem sollte die Kategorie hier halt das Video vervollständigen. Denn ich glaube, das war kurz und knackig zusammengefasst, was für verschiedene Arten es von Übergangsjacken alles gibt. Also, ihr habt gesehen, Frühling, breit gefächert, schlecht fürs Portemonnaie. Natürlich, Disclaimer hier, ihr braucht jetzt nicht von jeder Kategorie 300 Millionen Jacken und auch nicht von jeder Kategorie jeweils eine Jacke. Holt euch einfach für ein bisschen Geld quasi, so würde ich das machen, falls ich jetzt noch keine Jacke aus der Kategorie hätte, was irgendwie dumm gedacht ist. Aber falls es so sein sollte, holt euch zum Beispiel eine gute Fleecejacke und eine gute Collegejacke und damit fahrt ihr schon wirklich extrem gut, weil man hin und wieder auch auf jeden Fall eine Winterjacke im Frühling rocken kann, wenn es halt so ein bisschen kältere Tage gibt. Das wär's dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Und ganz, ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Das wär's. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Peace. Haut rein.